Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 The Golden Mask. Im Level, Furnace of the Gods, auf Deutsch Hochofen der Götter. Wir wollten in diesen Raum rein, wo diese Kugel schon von außen kam. Von außen kam, ja. Minus 7 haben wir wieder extra mit aufgezeichnet. Das geht jetzt alles wieder. Da hatte ich mich so ein kleines Problem. Geht alles jetzt wieder. Ich habe auch einen anderen Tontreiber gefunden, denn ich hatte einen vorinstalliert. Bei Windows. Ach, wartet mal. Ich hatte nämlich einen Tontreiber vorinstalliert. Jetzt habe ich nämlich über Kopfhörer-Sound. Genau, und der war da immer so ein übersteuertes Geräusch, der vorinstallierte Treiber. Der vorinstallierte Treiber war einfach scheiße. Jetzt habe ich den richtigen. Also es gibt bei Windows 7 mal bei mir einen, der vorinstalliert ist. Ich habe jetzt den richtigen auch für das Gerät installiert. Und jetzt läuft das alles, denke ich, auch ein bisschen besser. Okay. Ja, ich habe leider zwar jetzt schon wieder eine ganze Weile, aber trotzdem habe ich Startschwierigkeiten, wie ihr merkt. Also es wird noch ein, zwei Wochen bestimmt dauern, bis ich perfekt hier mit klarkomme. Okay, oh mein Gott, jetzt mal, glaube ich, hier oben. Ja. Okay, jetzt höre ich den Sound über Kopfhörer, weil das konnte ich nämlich vorher auch nicht. Ich konnte vorher keinen Lautsprecher anschließen, kein nichts. Das ging alles dann nur über die PC-Lautsprecher. Das geht jetzt alles. Gut, also hier haben wir jetzt einen Schalter, bevor wir den drücken, will ich mich erstmal hier weiter umschauen. Mir liegt bestimmt noch Zeug rum. Nämlich da hinten. So. M16 Munition. Aha. Sehr schön. Jetzt haben wir davon nämlich auch schon wieder 475, also fast 500 Schuss. Das ist schon echt viel. Okay. Liegt noch weiteres hier rum. Also ist hier noch weiteres. Nee, da waren wir vorhin unten, da haben wir die Maske aufgehoben. Wo sind eigentlich jetzt die Mönche? Weg. Hier war hier irgendwo nicht gerade ein Mönch? Da. Aber gerade mal eingesehen. Ach, egal. Okay. Okay. Dann drücke mal den Schalter jetzt gleich. Was wird dort passieren? Okay, das Türchen da unten öffnet sich und direkt sind die Mönche wieder ganz unruhig. Das macht mir auch ein bisschen Angst, wenn die Mönche so unruhig sind. Jetzt plötzlich wieder nicht mehr. Würde mich auch verarschen, wirklich. Ach, egal. Komm ich hier so am besten runter? Ja, es hat mir eher weniger Lebensenergie abgezogen. So, wo war denn jetzt das? Hier kam er ganz am Anfang her. Moment. Irgendwo war jetzt dieses Türchen, was wir gerade geöffnet haben. Was heißt Türchen? Kecheln wie die Gegner aus Tomb Raider 2, die am Ende aus Tibet. Hier geht's rein. Kommt die mit? Oh Gott. Hört sich an, als ob für Gegner da wären. Echt komisch. Richtig komisch. Gut, ich gehe jetzt hier rein. Oh Gott, ich habe Angst. Aha, da oben sind auch schon die ersten Gegner, wie wir sehen. Oh mein Gott, kommen die jetzt hier rein? Oh Gott. Ach, die kommen bestimmt jetzt hier mit rein gleich, die Mönche, und töten die für uns. Das ist ja schön. Hier ist ein Schalter, den sehe ich gerade noch so. Die Gegner wollen euch auch schon laufen. Das sind sogar zwei oder vielleicht auch drei. Okay. Weg. Weg. Mach meine Fackel an, auch wenn es hier für mich hell genug ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. 78. Kommt, geht alle rein. Mönche, tötet die bösen Gegner. Ui. Nein, nein. Okay. Ja, 3 gegen 2, 3 gegen 1 sollte laufen. Ja, es ist kein Mönch gestorben. Alle drei Mönche haben überlebt und sie haben die zwei Gegner besiegt. Dankeschön. Wie es auch in Tomb Raider 2 so war, da lassen die uns ja fast alle ihr Zeug. Aha. Hier ist noch einer. Die Mönche uns natürlich nicht wegnehmen, das Zeug. Aha. Und die Munition und ein kleines Medipack haben wir jetzt gefunden. Oh mein Gott. So. War gerade noch ein Gegner, so wie ich das gehört habe. Oder? Was ist hier eigentlich? Bevor ich mir jetzt mal umschaue, gucke ich erstmal, ob da. Welche Gegner die getötet haben, was er dabei hat. Der hat nämlich auch Uzi-Munition dabei. Ach du Scheiße. Wie viel Schuss haben wir denn jetzt schon? 645. Sehr schön.
Ich hätte wirklich viel früher damit anfangen sollen, mal ein bisschen mehr Munition verballern. Also mindestens am Anfang des zweiten Levels hätte ich schon anfangen sollen. Aber egal. Ich habe auch heute das Tag-Video gedreht, weil Zero-Tasche hat mich ja getaggt gehabt. Das habe ich heute auch gedreht, das Video. Das wird dann morgen veröffentlicht. Für euch müsste das Video hier auch morgen kommen. Also morgen kommen zwei Videos. Das Tag-Video geht übrigens 32 Minuten. Der hat mir nämlich da 20 Fragen über Tomb Raider gestellt. Aber das sieht ja schon alles noch. So, da hinten lag jetzt zum Beispiel ein großes Medipack, deswegen gucke ich mich erstmal hier überall in diesen Seitengassen um, ob ich hier auch, dass ich hier auch ja kein Zeug vergesse. Okay, weil sonst, na, ist nicht so toll. Okay. Da war schon mal nichts in den Gang. Hier war ich, glaube ich, ja drinne. Okay. Hier ist auch nichts. Raus mit dir. Ja, also ich glaube, hier ist jetzt nichts weiter. In diesen Seitengängen haben da jetzt nur ein großes Medipack gefunden, was uns ja auch schon hilft. Zumindest irgendwie. Aber irgendwie muss ich jetzt auch weitergehen, ne? Hui. Da gerade was? Das sieht immer so komisch aus. Ja, aber geht's jetzt hier weiter? Hä? Ja, jetzt muss erstmal den Weiterweg finden, ne? Guck mal, das ist hier ein bisschen komisch, weil hier ist so eine... Aha! Ein kleiner Eingang. Okay. 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 Gold. Fließendes Gold. Ja, jetzt können wir auch schon rein. Können ja mal gucken, was uns gleich passiert, wenn wir da reinfallen. Ich zeige euch das mal. Mit einem gewollten Kopfsprung. Wir brennen einfach. Und da ist sie auf dem flüssigen Gold. Ja, aber so ist das Leben. So, haben wir es auch mal so weit betrachtet. Wir können jetzt aber hier rüber. Okay, hier kann man so ein paar Tricks anwenden. Oh mein Gott. Okay. Oh, da hinten sind noch weitere. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier lang soll oder ob ich da hinten lang soll. Weil hinten geht es nämlich auch irgendwo hoch. Ich muss erstmal da hinten gucken. Oh, ich war gerade schon auf dem Gold drauf. Habt ihr gesehen mit den Füßen. Ich weiß nicht, ob es da oben weitergeht oder ob hier vielleicht mal ein Secret ist. Haben wir nicht schon eines gefunden? Ja, eins haben wir schon. Ich weiß nicht, ob es hier oben weitergeht oder ob hier nur Sachen liegen. Ich glaube, hier geht's weiter, oder? Ja, hier geht's dann später weiter. Ich will erstmal nochmal da runter gucken. Man weiß ja nie. Ne? Sehr schön. Ach. Okay. Okay. Oh, das war ganz schön knapp. War ganz schön knapp. Weil da geht's nämlich auch irgendwo hin. Man weiß, ob da ein Geheimnis ist. Kommt sie gar nicht hin. Könntest du noch mal probieren? Ich weiß nicht, ob sie da jetzt hinkommt. Ach so. Nicht schlimm. Boah, war das knapp. Ich habe gedacht, sie kommt noch auf die Plattform drauf. Oh Gott. Oh. Gottes Willen. Ja, schafft sie, glaube ich, nicht. Moment. Nee. Probier es noch, aber ich glaube, das schafft sie nicht. Egal wie man es wieder. Egal wie doll man es auch probiert. Nein, da kommt sie nicht hin. Ich glaube, da kommen wir erst später hin. Okay. Dann wieder zurück, würde ich sagen. Oder geht es hier noch auf einen anderen Weg? Nö. Ich glaube, da müssen wir später mal hin. Aber wann? Oder mit dem Kopfsprung? Schafft sie das vielleicht? Lässt mich hier gerade nicht los. Komm jetzt. Ach, da in die Ecke vielleicht. Vielleicht soll man gar nicht auf diese... Nee, das kannst du ja dann auch nicht. Nicht auf die Plattform springen, sondern hinten in die Ecke. Aber das ist ja noch viel weiter. Das könnte sie aber schaffen, oder? Nee. Oder? Ist trotzdem zu weit für Lara. Oh, schade. Sie war jetzt schon drauf, aber leider hat sie gebrannt. Oh Gott, wie oft wir jetzt hier schon gestorben sind. Ah, ärgerlich.
Okay, ich glaube, wir kommen da wirklich nicht hin. Jetzt gebe ich es, glaube ich, wirklich auf. Rutsche ich auch bloß runter? Ja, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Und hoch. Hoch mit dir. Speichern? Okay, jetzt sogar ein empty Slot. Speichere ich gerade drauf, der letzte, der noch frei war. Okay, bevor ich jetzt auch nach da gehe. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das ist das flüssige Gold. Stirbt ihr da auch drauf? Ja. Laden? Ja, ich bin sehr oft gestorben, ich weiß. Wir gehen einfach nach da, bevor ich gleich wieder irgendwie irgendeine Dummheit mache. Oh Gott, eine Ansicht. Hui, Lara. Das war doch mal schön. Tolle Ansicht, sehr episch. Okay. Ich speichere schon wieder tausendmal. Das macht mir alles ein bisschen Angst hier. Okay. Okay, okay. Liegt ein kleines Medipack da unten. Ich sehe es. Leicht schwarz verbuggt, aber da will ich hin zu einem kleinen Medipack. Dazu mache ich mal mit Null eine Fackel an. Komme ich da runter? Ah, hier. Das war ja einfach. Ein kleines Medipack. Hahaha. In diesem kleinen Ding hier, sage ich mal, lag also ein Medipack. Okay. Was ist da? Danke. Okay, also hier lag nur ein Mini-Medipack praktisch. Mini-Medipack, oh Gott. Okay. Da liegen Fackeln unten, da will ich auch hin. Fackeln! Danke! Schon Fackeln lagen hier irgendwo auch, das habe ich mir auch noch gemerkt. Fackeln. Mehr aber auch nicht. Also haben wir jetzt hier über so ein kleines Medipack und Fackeln gefunden. Nicht schlecht. Wenn man sich ein bisschen besser umgeschaut, dann findet man auch ein bisschen mehr. Jetzt fangen wir wieder von oben an. Force Gold, alles schön überspeichern. Okay. Ach, hier hinten geht's hoch, oder? Ja. Ich glaube, hier geht's hoch. Okay. Hier aber nicht. Ah. Schön. Danke. Da können wir auch noch rüber. Und Schaka. Danke. Ja, keine Ahnung. Lava. Back dich nicht so. Wee. Wee. M16 Munition. Aha. Sehr schön. Da war gerade Lavas Arsch zu sehen. Okay. Ein Rabe. Eine Krähe ist das. Eine Krähe. Da hinten liegt was. Schrotflintenmunition. Die habe ich gar nicht gesehen. War ich nicht gerade da hinten? Die brauche ich, die Munition. Das brauchst du eigentlich nicht, weil ich genug habe, aber... Also eigentlich fast genug, aber... Aha. Wenn sie hier schon mal rumliegt. 59 Schuss auf der Shotgun! Boah, fast so viel, als wenn man sie einen Sheet anwendet. Da hat man ja auch nicht direkt 5000 Schuss aus der Schrotflinte. Da hat man ja auch nur um die 70 oder so. Boah, ey. Da ist die Krähe gestorben. Okay. Das ist schon mal sehr, sehr bedauerlich. Nein. Nee, von der Krankheit habe ich von da. Also nicht von da, sondern von da. Nochmal so ein Vieh. Krähe! Wo bist du? Da, ist ja gerade schon kurz gezählt, habe ich gesehen. Ich hab's gesehen. Da. Hallo! Hallo? Ich wollte es gerade sagen, was ist denn hier los? Wir haben ja hier so einen kleinen Endkampf im letzten Level. Dazu sehe ich mir ein bisschen die Uzi auf, dass wir vielleicht dann noch 300, 400 Schuss haben. Das müsste eigentlich ausreichen. Wir haben noch so viel Munition, das können wir alles gar nicht verballern, meiner Meinung nach. Geht's da weiter hoch? Sieht so aus. Okay, also hier scheint es dann weiterzugehen. Wir kommen also immer höher.
von, also auf diesen Goldfluss hinauf. Aber hier sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, und ciao.